Für die Studierenden, genauso wie für uns als Hochschule, ist das Thema Internationalisierung natürlich für die Zukunft besonders wichtig. Das heißt, wir müssen den Studierenden Möglichkeiten bieten, Auslandserfahrung sammeln zu können. Und das geht in guten Partnerschaften einfacher, weil man da auch flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Und das können wir dann auch einer größeren Anzahl von Studierenden bieten. Also das heißt, das Stichwort Internationalisierung ist für die Studierenden wichtig, aber zugleich natürlich auch für die Hochschule selbst. Insofern war das eine Konsequenz, dass man dann auch versucht, in dem jeweiligen Land, wo man aktiv ist, auch mit einer eigenen Standortpräsenz vor Ort sein zu können. Für die Hochschule ist es ein so wichtiger Schritt, dass wir sagen, wir sind hier nicht nur mit akademischen Partnern, die haben wir vielfach auf der Welt, sondern wir sind tatsächlich selbst präsent in engster Partnerschaft mit Berklee College, mit Pace University und sind damit wirklich angekommen und nicht Gast. We found that we are simpatico. We have the philosophy that students come first. We want the best possible positions for our students when they graduate. So we were same in that attitude. Our philosophy of teaching, our curriculum, it all came together perfectly. So it's really worked out well that we could create this marriage. Wenn Sie so wie ich fünfte Generation sind und bald 73 Jahre alt sind, dann ist eigentlich das alles Entscheidende für Sie, was ist das, was ich übernommen habe und wie ist das, was ich übernommen habe, was für eine Chance hat das langfristig, nachdem ich dann nicht mehr da bin. Und wenn eine Institution nach, ja immerhin, ich hoffe, dass ich die 175 Jahre noch erlebe, dann noch die Kraft hat, so einen Schritt zu gehen, dann kann man ja eigentlich als alter Herr sagen, da scheint noch genug Lebenssaft drin zu sein, sodass wir also auch weiterhin in der Lage sind, junge Menschen im Leben zu begleiten. Wenn man Internationalität vermitteln will, gibt es, glaube ich, kaum was Besseres als New York. Das ist die Stadt, die niemals schläft, das ist so. Und es gibt ja auch den Spruch, der es hier schafft, schafft es überall auf der Welt. Das hat sicherlich was damit zu tun. Wir haben das ja selber an uns gemerkt, diesen Standort zu realisieren, wie schwierig das war, wie herausfordernd das ist, was man dabei alles aber auch lernen konnte. Und ich glaube, diese Effekte, die wir jetzt als Unternehmen haben, die hat ja auch jeder unserer Studenten, denn die verbringen ja hier häufig nicht nur die Zeit für das Studium, sondern absolvieren dann auch noch entweder vor dem Auslandssemester oder im Anschluss daran zum Beispiel Auslandspraktika hier in den USA. Und die nehmen natürlich neben den Vermittlung der Lehrinhalte auf amerikanische Art und Weise auch Berufserfahrungen mit nach Hause. Und der Cultural Clash, den wir hier natürlich in New York haben, mit all den verschiedenen Nationen, die hier tagtäglich unten über die Straßen laufen. Ich glaube, so geballt und so zivilisiert kriegt man das an wenigen Orten dieser Welt geboten. Es gibt keinen besseren Platz als New York, um die Vielfalt der Unterschiede verstehen zu lernen. Und gleichzeitig sind wir im Zentrum der Finanzwelt, Zentrum des wirtschaftlichen Geschehens. Viele deutsche Firmen sind hier auch an der Stock Exchange. Und viele große weltweite Medienfirmen sind hier. Eine bessere Gelegenheit, jungen Menschen zu geben, in der Realität anzukommen, als hier, gibt es kaum. Die Welt hat sich rasend geändert. Und die Zukunft sind ja mehr dynamische Gleichgewichte. Und dynamische Gleichgewichte heißt, alles geht immer schneller und immer schneller. Und eines der Städte, eines der wildesten Zusammenkunft aus Kultur und Kunst und Wirtschaft und Wissenschaft, das ist das. Das heißt, ich sehe das auch in dem, was ich mache, als zusätzliches Angebot, als zusätzliche Chance für die jungen Menschen, dort für ihr wichtig, neben dem, was sie dort als Wissen mitnehmen, einen Knotenpunkt fürs Leben mitzunehmen. German students have very high standards. We always are very concerned, and we want to make sure that we're meeting the standards required by Fresenius and of the German students. They don't come to New York just wanting to play. They come to New York, they want to study and play. So they fit in perfectly with the New Yorkers.